So, liebe Naturfreunde, es ist wieder soweit. Ja, es geht los. Die Amphibien wandern, es wird wieder warm. Die ersten Tiere habe ich jetzt schon abends gesichtet. Heute geht es tatsächlich um einen Krötenzaun, der nicht gut gemacht ist. Und das soll ein Video werden für konstruktive, gute Kritik, damit ihr als Naturschützer, wenn ihr so einen Zaun betreut oder wenn ihr euch für so einen Zaun zur Hilfe stellt, was auch super ist, mega Leute, dann auch helfen könnt. Bitte guckt euch das Video an, das ist super spannend und dann seht ihr die Fehler und bitte, bitte ballert uns nicht mit Kommentaren zu. Die Behörden, die haben reagiert, die haben danach alles richtig gemacht und es ist ganz, ganz wichtig, ja, in dem Video, ganz schnell noch, ihr müsst alle miteinander reden. Greift nicht einfach ein und greift die Leute nicht an, ja? Macht nicht die gleichen Fehler wie ich, sonst landet ihr auf der Nase und deshalb viel Spaß. Hallo ihr Lieben, heute wollte ich euch etwas zeigen. Und zwar, ich bin hier in einer Stadt. Ich möchte den Namen jetzt nicht nennen. Hier sind Amphibienzäune aufgebaut worden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bringt nichts. Und mich hat eine Familie angeschrieben, die sind hier tatsächlich, die wohnen hier und die finden hier trotz des Krötenzauns ganz, ganz viele Tiere auf der Straße. Und hier sieht man ein ganz tolles Beispiel, wie es eigentlich unnütz ist, so einen Krötenzaun zu bauen. Schaut euch bitte das erste Video an dieses Jahr, wo ich genau erkläre, wie man so einen Krötenzaun ganz gut und auch einfach vor allem. Das ist hier viel mehr Arbeit gewesen, als wenn wir den gebaut hätten mit diesem einfachen Trick. Ihr habt es gesehen: Wäscheleine spannen, Wäscheklammern, Zaun umkrempeln über die Wäscheleine und dann mit Wäscheklammern auskleiden. Es bringt wirklich was. Es ist kein Scherz. Und man kann da ganz einfach nachjustieren. Hier ist eigentlich Jacke wie Hose. Schaut euch das mal an. Also hier springt jeder Grasfrosch drüber. Die Erdkröte, die läuft hier einfach so rüber. Plumps ist hier auf der Straße und wird überfahren. Oder auch hier. Es ist zu steil, seht ihr das? Da wandern alle rüber. Und dann gibt es hier noch ein anderes Problem. Das muss ich auch mal zeigen, damit ihr es halt. Das soll jetzt kein Klugscheißen sein. Ihr sollt einfach lernen, es richtig zu machen. Darum geht es mir hier, ja? Hier ist ein anderer Zaun. Der soll die Tiere natürlich vor der Rückwanderung schützen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Tiere, die hier rüberfallen, die kommen hier auf die Straße, wandern gegen den Zaun, sind irritiert, laufen nicht unbedingt alle am Zaun entlang, um rumzukommen. Das stimmt nicht. Die wandern auch mal wieder zurück auf die Straße und werden dann überfahren. Ist Quatsch. Dieser Zaun, man kann so einen Abwanderungszaun bauen. Ich finde das auch richtig gut. Dann hat man auch gute Daten. Schaut mal, wie labbrig der ist. Seht ihr das? Wie labbrig der ist? Das macht gar keinen Sinn. Ja? So ein Rückwanderungszaun und so eine Problematik kann man ganz einfach beheben, indem ihr diesen Zaun so schräg macht, also dieser Zaun so schräg in den, Entschuldigung, in den Teich reinmacht, dass die Tiere, die wirklich den Zaun überwinden, da aber schon mal rüberklettern können. Dann wandern die nicht zurück auf die Straße. Versteht ihr So, jetzt sind wir natürlich dann da eingeschritten und haben diesen Zaun noch mehr abgeflacht, weil wir die ganzen Tiere vor den Zaun sammeln gesehen haben. Und schaut mal, was dann passiert ist. Aber jetzt wird gerade auch gerufen, es funktioniert schon. Schaut mal da. Seht ihr, jetzt haben wir den Zaun einfach mal abgeflacht. Es sind so viele Tiere unterwegs, die wirklich von diesem Zaun aufgehalten werden. Super. Verstehe ich nicht, wenn man morgens sammelt. Ich bin jetzt mal gucken gegangen die Tage und habe mal gedacht, okay, diejenigen, die hier sammeln, die werden wahrscheinlich diesen Ast, der da runtergekommen ist oder nachgerutscht ist, werden die zur Seite packen. Nein, ist natürlich nicht. Und hier kriechen auch alle Tiere drüber. Es ist natürlich Quatsch. Wenn man sowas sieht, muss man das auch beheben als Sammler. Ja, diese Kritik, da brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen, ne? Wenn ich sowas sehe und ich bin ein Sammler, dann sollte ich das schon beheben. Also ich kann da nicht einen Ast drüber hängen lassen und einen auf Naturschützer machen und Tiere retten. Also entweder war denjenigen das wirklich nicht bewusst und klar, das ist manchmal möglich. Ich mache auch Fehler, also niemand ist fehlerfrei. Man träumt auch mal und geht da einfach drüber. Aber bitte, bitte Leute, wenn ihr sowas seht, auch als Spaziergänger, das ist jetzt tatsächlich auch akuter Einsatz. Da würde man auch helfen, wenn man einfach diesen Ast kurz eben rüberbringt, damit keine Tiere darüber kommen. Ich werde jetzt einfach, ich weiß nicht, wer es hier betreut und macht. Ich finde es heraus
werde eine Leine besorgen, werde Wäscheklammern besorgen. Wenn ihr Lust habt, Wäscheklammern zu spenden, schickt sie bitte an die unten angegebene Adresse. Nein, Spaß. Ich werde Wäscheklammern besorgen, Holzwäscheklammern natürlich, keine Plastikwäscheklammern, damit die nicht in der Natur rumfliegen und nicht verrotten können. Und dann werde ich diesen Zaun nochmal auf Vordermann bringen, obwohl ich eigentlich keine Zeit habe. Ich mache das wirklich gerne und ihr wisst, ich liebe Amphibien. Solche Lücken sind natürlich auch kacke, ja, muss man auch ehrlich sagen. Die gehen entlang und kommen hier alle raus. Was kann man da machen? Wenn man es gut gemacht hätte, hätte man dieses Stück über das andere überlappt, ja, und dann festgemacht. Hier kann man nur noch eins machen, die guten alten Kabelbinder. Ja, die müssen wir gleich mit Kabelbinder zumachen. Was soll ich euch sagen? Könnt ihr euch selbst denken? Guckt euch das mal an. Ja, auch absoluter Reinfall. Also da kommt jeder Frosch, jede Kröte durch. Ist natürlich kacke. Aber hier auch nochmal den Tipp, ja. Diese Bäume, die dahinter sind, die kann man nutzen. Man kann auch die Bänder da dran machen, damit die Stangen und der Zaun stabil bleibt. Und das sind 1, 2, 3, 4 Bänder, die ich schnüren muss. Wenn ich zu faul bin, diese Bänder da dran zu schnüren, weil ich keinen Bock auf die Arbeit habe, dann könnte ich die Arbeit auch einfach lassen. Also so ist es absolut uneffektiv. Die Tiere kommen sowohl da unten drunter als auch da oben drüber, fallen dann hier auch die Mauer runter. Ja, kann man die auch weglassen. Ja, da muss man sich auch nicht die Mühe machen. Und deshalb schaut euch das jetzt an. Ich zeige euch gleich, wie ich das gemacht habe, okay? Und das ist jetzt eine Arbeit von 15 Minuten. Also hier fehlen mir wirklich die Worte, wenn ich dann wirklich Amphibienschutz betreibe. Und die Bürger sagen und sehen so etwas, dann muss ich auch handeln. Aber auch hier, bevor ihr glaubt, dass da irgendwie die Behörde schuld ist oder die Azubis oder egal was, das kann passieren tatsächlich und das passiert auch bei Sturm, das passiert bei Unwettern, das passiert, wenn Leute da durchlaufen, Fahrradfahrer, BMXer, die fahren da auch mal drüber. Macht nicht immer alle sofort den gleichen Fehler wie ich, dass ihr jemanden verantwortlich macht. Also einfach ganz nett mit den Leuten reden, Probleme anmarkern, zeigen, fotografieren. Das ist schon wichtig heutzutage. Jo, das gleiche Video wie gerade, was soll ich euch sagen? Schaut euch jetzt das Ergebnis an, dann seht ihr, er ist jetzt stabil. Ja, guck mal, da habe ich es festgemacht am Baum. Der ganze Zaun ist jetzt stabil. Das heißt, er ist entgegengesetzt der Richtung, wo die Tiere wandern. Und die Tiere können jetzt tatsächlich sehr gut aufgefangen werden. Wahrscheinlich sind jetzt die Daten sogar noch besser als die letzten Tage, weil die jetzt auch tatsächlich in den Eimer fallen. Und da hat jetzt wirklich ein bisschen Leine und Wäscheklammern und nochmal Nachjustierung der Stangen geholfen und ausgereicht. So, jetzt darf ich mal klugscheißen. Ja? Jetzt bin ich auch mal stolz darauf. Jetzt seht ihr tatsächlich das Ergebnis mit Wäscheklammern. Wenn ihr ein Seil nehmt und ihr spannt das und ihr spannt die Wäscheklammern ein, dann geben die euch Halt. Leute, bitte, bitte, Behörden, Naturschutzgruppen, benutzt Wäscheklammern. Ey, die gibt's bei Action für ganz, ganz wenig Geld, die Holzwäscheklammern. Und die sind super. Die sind wirklich super und die reichen aus. Bitte, bitte. Ihr seht's jetzt hier an dem Video. Bitte zu Ende gucken. Vorher, nachher. Und das war mal eben eine Stunde ganz kurz Nachbesserung. Das schafft man. So, und dass das System mit Wäscheklammern gut funktioniert, kann man hier wirklich gut sehen. Der hängt dann nicht mehr so labbrig wie gerade. Und es ist jetzt schräger. Wir haben jetzt nochmal schräger angesetzt. Was auch wichtig ist, hier fehlen Schwämme. Wir haben 20 Grad tagsüber. Es waren viele Tiere noch in den Eimern um 12 Uhr mittags. Das ist bis 16 Uhr fast ein Todesurteil für die Tiere, ja? Im schlimmsten Fall. Deshalb bitte, bitte, wenn ihr so Zäune macht, da kommt ein nasser Schwamm mit rein. Ja, das ist tatsächlich so. Also die Schwämme sind mittlerweile wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache. Und jetzt nochmal alle Behörden, die zuschauen. Bitte, bitte, wenn ihr Naturschutzgruppen, Naturschutzorganisationen oder Freiwillige habt, dann bietet ihnen an, dass die... Nein, nicht bietet ihnen an. Macht das tatsächlich als Pflicht.
in die Eimer Schwämme zu packen. Die Eimer müssen natürlich Löcher haben, damit die Tiere nicht ertrinken bei Dauerregen. Aber der Schwamm schützt sie vor dem Austrocknen. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben oft Amphibienwanderungen in den letzten Jahren gehabt. Da hatten wir auf einmal tagsüber 20 Grad, sogar noch höher. Und dann können die Tiere, wenn da kein Wasser drin ist und die übersehen worden sind, können die tatsächlich austrocknen und sterben. Ja, hier könnt ihr das auch nochmal sehen. Ja, ich fahre jetzt mal ganz kurz hier vorbei. Also so ein Zaun ist auch Quatsch. Ne? Guck mal, da können die absolut drüber klettern. Der hindert die Tiere ja überhaupt gar nicht. Der ist ja so schräg angesetzt, dass das macht überhaupt gar keinen Sinn, die Tiere hier irgendwie aufzuhalten. Die klettern darüber und klatschen sogar noch auf die Steine. Also das ist sogar noch tierschutzrechtlich eine Katastrophe. Jetzt möchte ich nochmal ganz kurzes Feedback und ein Fazit machen. Wie ist die ganze Situation ausgegangen? Im nächsten Jahr hat sich nichts verbessert. Die gleichen Probleme waren nochmal da. Ich wurde stark dafür kritisiert, einfach in den Zaun eingeschritten zu haben. Das stimmt, darf ich so nicht machen. Würde ich auch nicht machen. Ich mache es jetzt anders. Sehe ich das, werde ich sofort die Behörden da informieren. Und ich werde wirklich dauerhaft da dran sein, anzurufen und zu sagen, Leute, da muss jemand hin, da ist wieder was offen, es gehen Tiere auf die Straße. Das ist aktiver Artenschutz und Tierschutz. Also wenn man sich bereit erklärt, einen Zaun aufzustellen, dann sollte man es auch richtig machen. Bitte versteht es nicht falsch. Die Kritik ist ja begründet. Also derjenige, der da dran noch Bemerkungen macht wie, ja, das war so nicht und doch, man konnte es dokumentieren, es war direkt am nächsten Tag alles so. Wenn ich Buftis einstelle, Sozialfreunde, Naturschützer, die dafür auch einen kleinen Lohn bekommen, ja, und wenn es nur eine Aufwandsentschädigung über Naturschutzabgaben ist, dann bitte richtig machen. Und die Behörden sind, die müssen gucken, ob das richtig gemacht ist. Ich kann keinen Stundenlohn auszahlen für eine Arbeit, die scheiße auf gut Deutsch gelaufen ist. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Es geht nicht. Und deshalb, und wenn dann Leute anrufen und sagen, ey, wir wollen mithelfen, wir wollen euch unterstützen, der Zaun ist kacke, dann nimmt die Hilfe in Anspruch dieser Leute, ja? Weist sie ein, sagt ihnen, ihr braucht die Daten, sagt ihnen, dass man das besser machen kann. Aber nutzt es doch. Es gibt doch Menschen, die wollen euch helfen da draußen. Und wenn ihr helfen wollt, wenn ihr sagt, ey, ich möchte mitmachen, ich möchte das verbessern, dann bitte ganz freundlich, ganz sachlich anrufen bei den Behörden, bei den Naturschutzgruppen, das Problem schildern, ganz freundlich und auch eure Hilfe anbieten. Dann schafft man das. Und dann sind wir auch alle für den Artenschutz da. Und nochmal ein ganz, ganz großes Lob an diese total nette Familie, dessen Namen ich aus Datenschutzgründen nicht nennen möchte. Die haben sich super engagiert, die haben Laich gerettet vor dem Austrocknen. Die möchten hier, die sammeln auch hier, ja? Und die geben natürlich auch die Daten ab. Und die sammeln genau die Tiere, die halt über den Zaun kommen. Einen dicken Kuss an die Familie, ganz toll, wirklich vielen Dank, ihr seid die Besten. Nur durch euch ist das jetzt aufgefallen und da werden viele hundert Tiere jetzt gerettet werden. Danke. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Gerne teilen, damit andere Leute das auch sehen und es verbessern können an ihre Anlagen. Es ist ganz, ganz wichtig, Leute. Amphibien brauchen uns mehr denn je. Es ist wichtiger denn je und nur zusammenarbeiten hilft. Also, tschüssi.